Wir befinden uns hier im Plenarsaal des Ministeriums für Sport. Heute wird über die Finanzierung des Schulsports diskutiert. Nach einer langen und anstrengenden Sitzung wird es Zeit für eine kleine Fitnessgymnastik. Wir bewegen uns heute zu einer Geschichte. Nehmt euch einen Petsyball. Dies ist jetzt euer Stuhl. Du setzt dich auf den Stuhl und bewegst dich zum Rhythmus der Musik. Schau, wie du die Arme abwechselnd einsetzen kannst. Lass die Arme jetzt langsam runter und beende auch das Rippen. Steh auf. Stell dir vor, der Ball ist ein Stern. Der Stern zieht dich hoch auf die Fußballen und weist dir den Weg durch den Saal. Der Stern zieht dich ganz hoch. Jetzt kreist der Stern am Ohr. Sterne bleiben stehen und verglühen. Jetzt fallen sie vom Himmel und wir halten sie am Boden fest. Sie sind jetzt Hindernisse, über die wir drüber springen müssen. Bleiben wir stehen und galoppieren zurück zu unserem Stuhl. Setz dich hin und bewege dich zum Rhythmus der Musik. Denk auch an die Arme. Und schließe die Augen. Stell dir vor, der Plenarstuhl ist ein Liegestuhl. Lehne dich langsam zurück und gleiche mit den Füßen auf. Nehme jetzt die Arme langsam nach hinten. Wir gehen immer weiter zurück, bis die Hände hinter dem Kopf den Boden berühren. Vom Ball nach links oder rechts und geh in den Kniestand. Krümme deinen Rücken zu einem Katzenbuckel. Atme tief ein und wieder aus. Der Kopf hängt locker nach unten. Behalte den Katzenbuckel bei und richte dich langsam in den Stand, Wirbel für Wirbel. Du hast dabei viel Zeit. Der Kopf hängt immer noch locker nach unten. Langsam richtet sich der Kopf.
Schultern nach hinten und atme tief durch. Setz dich auf den Stuhl zurück und wippt im Takt der Musik. Langsam zur Ruhe. Nach dieser kleinen Gymnastik seid ihr nun fit für neue Aufgaben im Plenarsaal.